So, und damit herzlich willkommen zurück bei Red Dead Redemption. Hey, don't move a step closer till I know who you are. Get lost already. Ja, wir sind mal hier. Hey, cool. Fremde Person. Die haben einfach auf mich geschossen. Was soll denn das? You're dead. So, gut, wir haben gewonnen. Aber wir sind ziemlich im Eimer. Warum haben die mich einfach angegriffen? Ein Toter. Ja, das war wahrscheinlich nicht ganz so prickelnd. Oh, naja, gut. Die haben mich angegriffen. Ich habe mich eigentlich nur verteidigt. Du kannst damit deine Haare einfetten. Ich hätte mich ja auch gemütlich zu euch ans Feuer gesetzt. Aber nee, alles nicht. Wollte mich einfach angreifen. Bohnen. Oh, es gab zumindest ein bisschen was essen. Kann ich den Hut auch nehmen? Nimm gelbe Tunika, um Werte zu stärken. Ja, ja. Blums. Aufheben. Kann ich den seinen Revolver auch nehmen? Das wäre interessant. Leider nicht. Das wäre praktisch. Einfach so die Revolver mitnehmen. Herstellen, kochen. Was können wir denn kochen? Mal irgendwas essen. Fettes, knorpeliges, sehniges Wildfleisch. Kochen wir mal unser Fleisch. Ah ja, wenn man es kochen nennen mag, auf dem Messer spießen und dann einfach ein bisschen hängen lassen. Oh, das war doch schon mal gut. Das bringt ein bisschen was. Ja, nee. Reicht erstmal. Wenn du zu viel isst, nimmst du zu. Isst du nicht regelmäßig, verlierst du an Gewicht auch noch. Ach, Herr Jemini. Also muss ich wirklich regelmäßig mal was essen. Dein Gewicht beeinflusst, wie schnell du Ausdauer verlierst und wie viel Schaden du erleiden kannst. Am Lagerfeuer kannst du Dinge herstellen, du kannst Fleisch zubereiten und Tonika herstellen. Kann ich mich hier auch irgendwo waschen? Bin doch schon ein bisschen schmutzig. Mittlerweile so durch das ganze Zeug hier. Was war das? Nehmen? Kentucky Bourbon. Ein Whisky. Ein Whisky nehmen wir mit. Ist hier irgendwas? Nö. Ein Brötchen. Was war hier zum Aufheben? Person. Nee, die will ich nicht aufheben. So. Komm, wir streichen dich mal ein bisschen, Pferdi. Tja, jetzt bin ich auch wirklich hier irgendwie so ein bisschen angeschlagen, so als würde ich wirklich bluten. Das ist echt genial gemacht, also.
kann es nur immer wieder sagen. Wunderschön hier. Jetzt sind wir hier schon wieder Steinböcke, Hirsche. Aber wir können jetzt hier wieder Geld eintreiben. Kannst mit Leuten sprechen, wo es sich auffällt. Oh no, no, not me, sir. That's the greenhorn over there. Oh, and there he goes. So long, long shark. Damn it. Fange Chick Dingsbums. You owe us money. Yeah. Na, dann fangen wir ihn doch mal. Du entkommst mir nicht. Gummipferdi. Willst du auf den Zug aufspringen? Auf den Zug springen. Ich kann wirklich auf den Zug springen. So. Dich habe ich. God dang it. This map will take you to the money. Lucky I ain't taking your teeth as well. Chicks Schatzkarte. Halte gedrückt und öffne. Tasche. So. Wo ist denn jetzt diese Schatzkarte? Kann verkauft werden. Gut. Black Bell Midnight. Chicks Schatzkarte. Da will ich drauf schauen. Ja, und wo ist das? If something should happen to me, my would possibly... kann ich nicht lesen. Sollte mir irgendwas zustoßen, sind all meine irdischen Besitzer hier aufbewahrt. Tja. Irgendwo in einem Baum. Wo auch immer das sein könnte. Die sind so lieb und markieren mir das. Ich glaube, sowas findet man doch sonst nie, oder? So, wo komme ich denn da hin? So. Durchsuche das Gebiet. Beat nach dem Geld. Besitzt du die Schatzkarte als Hilfe? Genau, ein Fundort. Na hier, in dem Baum. Ganz ruhig, Pferdi. Da ist sein Geld. Da hat er es versteckt. Chicks Schulden. Schulden erfolgreich eingetrieben. So. Dann holen wir die letzten Schulden hier auch noch. Ja! Hoppala. Irgendwas habe ich platt geritten. Irgendeinen Kujoten oder irgendwas. Dann mal schauen, was man hier auch mit der Option machen kann, hier auf den Zug aufspringen. Vielleicht können wir die irgendwie dann auch überfallen oder... Warum soll ich sonst auf den Zug aufspringen? Ich
könnte natürlich auch die ganzen Tiere, die ich da mittlerweile irgendwo mal platt reite, auch mal mitnehmen, oder? Nach Lily Millet. Emerald Red. Oh, come on! Why has it always got to be such a goddamn performance with you? Now, I told you I'd get you the money next week, and I'll get it. If you didn't make it this week, who's to say you'll make it next? Don't you? Lily, where's our money? What? Der nächste. That loan you took. It's payday. I'm sorry. I don't have it right now. Well, then. I guess we got a big problem, don't we? Cooper, give him what you've got. I ain't giving him nothing except a lesson in damn manners. Son of a bitch. You don't have to do it. Yeah. So. Elis Schulden. Gut, habe ich gemacht. Schulden erfolgreich eingetrieben. Zeuge. Wo wird denn der jetzt hin? Kann ich den irgendwie aufhalten? Doch keinen Müll. What the world? Bind man erstmal zusammen. Don't do this. Oh, come on. So, aber dein Zeug nehme ich trotzdem mit. Now, that insult to injury? Versichern. We're going for a walk. Ich könnte doch den jetzt einfach hier theoretisch auf die Schiene legen. Es ist die Frage, ob hier ein Zug kommt irgendwie oder irgendwann oder nicht oder was dann passiert. Das würde mich jetzt mal interessieren. Na gut, ich bleibe an der Stelle mal ein Stückchen stehen. Ich beobachte das mal ein bisschen. Wir machen erstmal Schluss an der Stelle und wir sehen uns dann, wenn die Eisenbahn kommt. Bis dahin macht's erstmal gut.